Hallo und willkommen zum dritten Video in unserer Videoserie über die Binomialverteilung. Was solltest du in diesem Video lernen? Wir werden uns gemeinsam die Herleitung der Formel für die Binomialverteilung mit Würfeln überlegen. Beginnen wir gleich mit dem Kästchen, betitelt mit 10 Würfe / K6er. Wir werfen einen fairen sechsseitigen Würfel insgesamt 10 Mal. Bei jedem Wurf unterscheiden wir nur zwischen den Ergebnissen 6er und kein Sechser. Das Gesamtergebnis des Zufallsexperiments ist eine Folge. Zum Beispiel hier angeführt 6, 2 mal kein Sechser, dann wieder 2 Sechser, keinen Sechser, 2 Sechser, keinen Sechser, wieder einen Sechser zu würfeln. Jede Folge von 10 Würfeln, die genau K6er beinhaltet, hat die gleiche Wahrscheinlichkeit. Stelle eine Formel für die Wahrscheinlichkeit der Folge K mal einen Sechser zu würfeln und 10 minus K mal keinen Sechser zu würfeln auf. Überlegen wir uns das so. Für einen Sechser unter 10 Würfeln haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 1 Sechstel hoch 1 mal 5 Sechstel hoch 9. Für 2 Sechser unter 10 Würfen haben wir 1 Sechstel zum Quadrat, das sind unsere beiden Sechser, mal 5 Sechstel hoch 8, also 8 mal keinen Sechser zu würfeln. Ein weiteres Mal für 3 Sechser, also 3 Sechser unter 10 Würfen bedeutet, wir haben 1 Sechstel hoch 3 mal 5 Sechstel hoch 7. Verallgemeinern wir das jetzt für K-Sechser unter 10 Würfen. Wir haben 1 Sechstel hoch K mal 5 Sechstel hoch 10 minus K. Das nehmen unsere weiteren Würfe, die keine Sechser sind. Kurz zusammengefasst, 1 Sechstel hoch k mal 5 Sechstel hoch 10 minus k. Zweitens, es gibt wie viele verschiedene Ergebnisfolgen, die genau K6er beinhalten? Wir überlegen uns das wieder so. 10 über 1 bedeutet, das sind die Anzahl jener Pfade mit einem Sechser unter 10 Würfen. 10 über 2, gleichzeitig wie vorher, die Anzahl der Pfade mit 2 Sechsern bei 10 Würfen. Und für k haben wir 10 über k, das sind die Anzahl der Pfade mit k-Sechsern bei 10 Würfen. Also kurz, hier jeweils markiert, die Zehner entsprechend unseren 10 Würfen und die untere Komponente ist jeweils die Anzahl, die wir gerade untersuchen. Das heißt, ein Sechser bei unseren 10 Würfeln sind ein Sechser bei 10 Würfen. Kurz 10 über k. Kombinieren wir jetzt alles für eine Formel für die Wahrscheinlichkeit pk, genau k6er zu würfeln. 10 über k, das sind die Anzahl der Pfade mit genau k6ern, mal einem Sechstel hoch k, also die Wahrscheinlichkeit genau k mal eine Sechser zu würfeln, mal 5 Sechstel hoch 10 minus k, also die Wahrscheinlichkeit 10 minus k mal keinen Sechser zu würfeln.